Willkommen zurück zu Let's Play Digimon World 2003. Ich habe jetzt eine ganze Weile nicht mehr aufgenommen, aber ich weiß zumindest, wo wir hin müssen. Nämlich hierher. Nach. Wie ist das Ding hier? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ist das Byaku? War das Byaku? Ja, es war Byaku. Ach ja, genau, das unten war Seiru und Susaku, genau. So. Und die Musik hier ist definitiv freundlicher als wir das letzte Mal hier waren und die Wachen sind weg. Und tolle, die Waldfee hier sind. Leute! Wann gibt es endlich wirklich Frieden hier? Bumm, hier ist das Zeughaus. Gut, dann gucken wir erstmal nach Ausrüstung. Ich vermute aber fast, dass wir hier nichts Gescheites kriegen. Nee. Ah, nein, 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 nein. Nicht aus Versehen kaufen. Lieber nicht. So, Itemladen, Gatomon. Typ Gatomon. Auch Piximon ist wieder da. Ich will nur mal kurz gucken. Hauen wir erstmal Greymon raus und tun Exvemon dafür rein. Denn wir müssen ja eh Exvemon trainieren. Ja. Hatte ich das nicht schon mal drin, Exvemon? Habe ich das irgendwie wieder rausgenommen? Warte mal. Ich kann mich jetzt gerade gar nicht so dran erinnern. Und ich wollte, glaube ich, Greymon trainieren, genau. Genau, jetzt weiß ich wieder, was los war. Ich wollte nämlich noch Greymon extra trainieren. Und ich nehme noch wieder mit. Dann erinnere ich mich nämlich jetzt, weil ich wollte nämlich noch Sky Greymon haben. Das bekommt man nämlich erst, wenn Greymon ein bestimmtes Level hat und die Dunkelheitsresistenz recht hoch ist. Nee, nicht jemand tauschen, das ist doof. Sondern wir ändern jetzt Wogromon zu Greymon. So. Wir haben ja noch Metall Greymon als beste Digitation. Aber wir lassen das erstmal so jetzt. Und kloppen uns erstmal wieder mit. Können wir uns erst mit Greymon durch oder mit Exvemon? Es laggt auf jeden Fall gerade wieder. Aber nicht so schlimm, gut. Das war nochmal. Wenn die Aua wiederkommen, kämpfe ich auch. Aber jetzt trainiere ich mein Digimon. Ah, hier geht es gar nicht weiter. Komm, was ist los? Hör auf zu laggen. Byakudom. So, und hier stehen mich schon ein paar Leute. Mensch, ich hätte ihnen fast geholfen. Sie haben ein gutes Thema gekidnappt. Die sollten Digimon für den Krieg trainieren. Nach dem Sieg gegen Asukas Game Master gingen sie unter. Zum Glück wurde die Stadt nicht zu sehr zerstört. Und da steht auch hier Dingens. Wie hieß der? Keith? Nee, Keith war der andere, Nick. Nee, doch, es war, glaube ich, Keith. Du hast den Game Master von Asuka besiegt. Danke, der Plan des Leaders war erfolgreich. Leader ist ein toller Kerl. Ihr müsst es verdanken, dass wir die Stadt zurückhaben. Guck mal, wir haben Byaku City wieder. Ein Kinderspiel mit Lisas Plan und meinem Krips. Ja, bestimmt. Vor allem mit deinem Krips. So, dann wollen wir nochmal hier bei Divermon durchgucken nochmal. Ich glaube, ich habe jetzt aber keine Booster weiter. Doch, ich habe sogar zwei. Auch nur diese kleinen. Machen wir es einfach auf. Schau mal, oh, Greymon verkauft der. Das ist geil. Und er verkauft auch Devimons. Würde ich sogar gerne haben an sich. So ein bisschen hier. Auch wenn ich dafür jetzt recht Geld verschwende. Die Karten sind es doch irgendwie wert. So. Da wollen wir nämlich doch gleich mal sehen. Da haben wir nämlich einfach das Kurisarimon raus. Und hauen dafür erstmal die Devimons rein. Oder ich hau einfach Zyklonemon raus, vor allem. Ich hau dafür Devimon rein. Ich könnte ich zum Beispiel auch raushauen. Dafür nehme ich das Kurisarimon drinnen lassen, damit ich das dreimal habe. Zumal war es auch, glaube ich, ein bisschen stärker, oder? Ungefähr gleich war es, glaube ich. Und dann Greymon noch. Da hau ich dann am besten
Nein. Drinnen bleiben. 14, 12. 14, 16. Dann hau ich dafür die Ogremons raus. Macht, glaube ich, am meisten Sinn. Auch wenn ich 4 davon habe. Hau mal lieber dafür die Greymons rein, weil Greymon halt einfach geiler ist. Wovon wir dann nämlich jetzt auch 4 haben. So. Und dann brauchen wir noch welche, die stärker als 14, 12 sind. Das sollte kein Problem sein, die zu finden. 14, 16 ist zum Beispiel mal besser. Tuskmon, 14, 12. Ah, ich habe schon 4. Greymon, schade. Raymon wäre ein bisschen besser. Dann haben wir doch wieder Zyklonmon rein. Und als letztes, mal gucken, vielleicht habe ich ja noch irgendwas. Handelsladung nicht. Hakurumon, rufen Blauabziehung. Rufen abbrechen. Nee. Da ist nichts Gescheites dabei, was ich jetzt haben möchte. Also haben wir lieber noch einfach einen. Hauen wir Vetramon halt doch wieder rein. Ich könnte natürlich auch ihn. Nee, geht nicht gescheit. Gut. Lassen wir das so. Der Ordner wurde damit jetzt, glaube ich, schon wieder ein bisschen besser. Ich meine, wenn wir jetzt wieder Devimon rufen und dazu noch die Devimons. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt mehrere Devimons kriegen, ist nämlich dadurch sehr hoch. Und das ist gut, weil Devimon ist ein starkes Digimon, davon 3 zu haben. Schön. So. Da wollen wir doch gleich mal mit dem Leader sprechen. Der wird uns bestimmt was sagen können. Du bist das. Wir haben die Stadt zurückerobert. Suchst du nach dem Weg nach Amaterasu? Du solltest vielleicht in die Höhle gehen. Alle AOAs sind dort eingeschlossen. Achso. Lass mich zu den Gefangenen. So, wollen wir mal hoffen, dass die den. Ich weiß jetzt gar nicht, der Weg wurde, glaube ich, irgendwie versperrt oder so. Mitglieder der AOA sind hier drin. Sie haben keine Digimon, aber sei vorsichtig. Wir lassen sie nicht entkommen. Schrei, wenn etwas ist. Okay, sie müssen ja wissen, dass hier ein Ausgang ist, insofern werden sie den wahrscheinlich versperrt haben. Mal gucken. Ne, da ist ein Loch. Und da steht einer davor. Ah, ich glaube, der sagt gleich irgendwas, von wegen, der ist versperrt oder so. Es ist zu. Da war ein Loch. Oh nein. Tja, aber das Loch ist jetzt zu. Wah, wah, wah. Doof gelaufen. So. Dann werden wir mit dem Anführer von denen einfach mal sprechen. Hm? Wer bist du? Dich haben wir neulich doch schon gefangen. Was willst du? Nochmal geschnappt werden? Niemals. Ich will wissen, wie ihr auf diesen Server gekommen seid. Ich sag's dir, wenn du es wissen willst. Mit dem Transport-Digimon von den AOA. Wir sind mit dem Bulbmon von Amaterasu auf diesen Server gekommen. Bulbmon? Ja, ein tolles Digimon, das zwischen Servern wechseln kann. Verstehe nur Bahnhof. Was bedeutet das? Lucky Mouse hat ein Schutzfeld eingerichtet. Bulbmon brach zusammen und warf uns raus. Darum haben wir schnell Byakko City angegriffen. Moment mal, wo ist denn dann Bulbmon? Keine Ahnung. Ich schätze, es gibt noch ein paar riesige Löcher. Dann sollte ich wohl nach Bulbmon suchen. Aber ich glaube, ich habe Bulbmon schon mal gesehen. Ja, haben wir. In der Oststation damals. Wo wir dann von dem Vieh angegriffen wurden und es weggerannt ist. So, sagst du uns noch irgendwas? Nö. Die Frage ist, wo kriegen wir dann eine Info her? Oder ist die Info einfach nur, dass wir schon gegen ihn mal gekämpft haben? Die Lecks sind gerade schlimm, ich weiß aber auch nicht warum. Ich bin sofort wieder da. So, und da sind wir auch wieder.
Ich hoffe mal, dass es jetzt größtenteils ohne Lex weitergeht. Wir wollen nämlich jetzt herausfinden, wo wir Bulbmon finden können. Und die berechtigte Frage ist, wo? Ich glaube, wir müssen zum Südsektor dafür. Ich bin mir sogar recht sicher, dass wir zum Südsektor müssen, also gehen wir dort jetzt hin. Ja. Hallo Erdramon. Ich wehre deinen Angriff liebend gerne ab und gib dir dann aufs Gesicht. Ich werde erstmal XWmon so auf 20 trainieren. Und dann warten, bis ich Stingmon habe und das auch auf 20 zu trainieren, weil ich weiß jetzt nicht, auf welchem Level ich dann die Digitation zum Heldramon bekomme. Denn ich möchte, wie gesagt, Stingmon als Digitation und XWmon als Digitation. Und wenn man die beide auf einem bestimmten Level hat zusammen, bekommt man die Digitation zum Heldramon. Und das ist eine, die ich haben möchte. Aber wie gesagt, da weiß ich jetzt gerade noch nicht genau, auf welchem Level das war. Muss man halt einfach mal ausprobieren. Wenn es nicht auf 20 war, dann nicht schlimm. Aber wie gesagt, erstmal XWmon auf 20 und danach Greymon wieder ein bisschen hoch, damit ich dann irgendwann Sky Greymon bekomme. Ne, hier waren wir falsch. Hier sind wir falsch. Ich muss woanders hin. Das war aber nicht hier, sondern da oben. Naja. Okay, ich muss dann jetzt zum Südsektor. Deswegen würde ich mal sagen, mache ich einen kleinen Cut und melde mich, sobald ich dann dort unten bin. Denn das ist ja wieder ein kleines Stückchen Weg und unnötig Zeitverschwendung mit den ganzen Kämpfen dann dazwischen. Deswegen mache ich schnell den Kampf hier noch zu Ende und dann sehen wir uns direkt im Südsektor. Abgewehrt und tschüss. Also bis gleich. So, und da sind wir auch wieder im Südsektor. Und ich muss erstmal kurz. Gut. So, Agumon ist in Level gestiegen. Ist jetzt auf 35 und ich könnte wahrscheinlich trainieren. Aber das werde ich jetzt erstmal nicht tun. Für eine ganze Weile. Auch wenn es vielleicht nicht so eine ganz gute Idee ist. Aber ich möchte es doch eine Weile lang erstmal nicht machen. Weil ich glaube, wenn wir jetzt anfangen, unsere TP einfach zu sammeln, sollten wir doch dazu kommen, auch an einer gewissen Stelle dann effektiver zu trainieren. Und mit den TP, die wir dann haben, effektiver zu trainieren, ist auf jeden Fall besser, als die jetzt wegzuhauen. Wenn es denn ungefähr so hinhaut. Kann natürlich auch sein, dass wir irgendwie dann mal an einer Stelle viel zu schwach sind. Dann müssen wir wohl ein bisschen trainieren, aber erstmal nicht. Was stehst du hier rum? Dear Freund Yen, das Erdbeben war schlimm, fast den Verstand verloren. Aber schon komisch. Ein Erdbeben in der digitalen Welt? Ein Erdbeben ist schon mal passiert. Nämlich, als wir im Bulbmon begegnet sind. Das ist dann wahrscheinlich jetzt so der Anhangspunkt. So der Wink mit dem Zaunpfahl hier irgendwo in der Nähe des Bulbmon. Hier im Südsektor. Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher. Ich möchte erstmal kurz in die Stadt gehen. Zur Not nochmal, um ein paar Powerladungen oder so zu kaufen. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt welche brauche gerade. Aber es kann auch sein, dass wir dort erst mit jemandem sprechen müssen. Ah ja. Da ist nämlich ein Erdbeben. Beben! Was passiert hier? Und wir können uns wieder bewegen. Hab mich schon gewundert. Gut. Dann gehen wir erstmal nach Susaku City direkt. Und wollen doch mal mit dir sprechen. Willkommen im Item Shop. Wie viel Powerladung habe ich denn? 40. Dann nehmen wir noch ein paar mehr mit. So.
passt. Genug Powerladungen, um mich wieder ewig aufzufüllen. 99 mal 500. Mal 10 wären 5000, 50.000. Na, so knapp 50.000 HP, die ich da heilen kann. Mein Agumon hat etwas mehr als 2000, oder? Na, fast 3000. Das heißt, ich kann das schon recht häufig wieder komplett auffüllen. Und Lida ist nicht mehr da. Sagt Renamon was dazu. Lida hat sich den Schaden des Erdbebens angesehen. Sie ist immer so verantwortungsvoll. Nur wo sie ist, wurde nicht gesagt. Sagst du uns das? Du suchst Lida? Sie ist nicht hier. Sie ist nach dem Erdbeben weg. Ah, gut. Wo mag das wohl gewesen sein? Keine Ahnung. Aber ich hörte ein seltsames Geräusch aus dem Dschungel. Komisches Geräusch? Ja, klang wie eine Maschine oder ein Digimon. Echt seltsam. Lida hat es gehört und ist abgehauen. Vielleicht ist sie in Richtung Dschungel. Aha, vielen Dank. So, das war jetzt der Weg mit dem Zaunfall. Geht zum Dschungel. Wir werden sogar direkt aus dem Haus rausgeschmissen. Niemand will mehr gegen mich kämpfen, nachdem ich ihnen den Arsch versohlt habe. Ist aber auch irgendwo verständlich. So. Dann wollen wir doch jetzt auch mal auf in den Dschungel. Nachdem wir dieses Apemon hier geplättet haben. Und Ex-Wemon Level 5. Immerhin. So, lass mich durch hier. Blip. Ab in den Äther-Dschungel. So. Sie hat ja schon das mit dem Erdbeben erwähnt. Und dieses Mal müssen wir sogar story-relevant hier in diese Ruine rein. In welcher wir ja schon mal waren. Und die Sache ist, diese Numemon werden jetzt wahrscheinlich ziemlich nervig. Denn mit einem Extremon sind die wahrscheinlich recht schwer zu killen. Ich meine, war ja schon nervig mit Metallgremon. Aber da müssen wir jetzt durch. Wenn es zu schlimm wird, kann ich ja wieder zu Metallgremon wechseln. Aber die Digimon werden ab jetzt teilweise noch schlimmer, insofern. So oder so, irgendwann müssen wir Extremon mal trainieren. Warum dann also nicht an Numemons, die wenigstens sehr viel Erfahrung geben. Ich habe, glaube ich, keine geladenen Techniken gerade, ne? Mal schauen, wie viel Schaden ich machen kann. Nicht allzu viel. Aber ich wehre zumindest eine Attacke schon mal ab. Und die Viecher haben natürlich immer noch ihre Fähigkeit, meine Verteidigung zu senken, was immer auch noch eine recht doofe Angewohnheit ist. 229. Na. Geht. Ist alles in Ordnung. Schade ist halt, dass ich nicht zweimal angreifen kann. Vielleicht sollte ich meinen Speed doch noch wenigstens einmal trainieren, aber lieber nicht. Ich nehme dafür dann lieber den Bonus, den ich dann am Ende kriege, hin. Und hab's jetzt ein bisschen schwerer. Und soweit ich mich erinnern kann. Ah, ne, doch eher. Doch, wir sollten sogar recht bald schon die Möglichkeit haben, etwas besser trainieren zu können. Die Möglichkeit bekommen wir recht früh direkt. Ich hab da jetzt an was anderes gedacht, aber es sollte rein theoretisch möglich sein. So, auf jeden Fall dauern die Kämpfe hier gegen diese Numemons recht lange. Und ich habe euch ja schon mal gezeigt, wo wir hier lang müssen. Deswegen würde ich sagen, sehen wir zum nächsten Part an der Stelle, wo wir Zanbaumon besiegt haben. Bis gleich. Oder bis zum nächsten Part, das passt wohl eher. Ciao.